Eigentlich ist doch alles in Butter. Weltweit werden so viele Lebensmittel produziert wie zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Unsere Nahrungsmittelproduktion hat sich seit 1950 mehr als verdreifacht. Und mit ihr die Weltbevölkerung. Unter den momentanen Umwelt- und Klimabedingungen ist es möglich, alle Menschen auf der Erde satt zu machen. Unsere Landwirtschaft ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Allerdings hat sie einen Haken. Die Erde ist bereits am Limit. Ein Drittel aller Ackerflächen weltweit stehen vor dem Kollaps. Und oft sichert nur noch der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden die Erträge. Als wenn man jeden Morgen sich ein paar Tabletten Antibiotika reintut, das hilft ein paar Wochen oder ein paar Jahre, aber irgendwann sind diese Schäden so groß, dass sie nicht mehr reparierbar sind. Neben Kriegen gefährdet der Klimawandel die Landwirtschaft früher als gedacht. Bereits in 10 Jahren könnte es an vielen Orten so heiß und trocken werden, dass unsere Ernten bedroht sind oder wir gar nichts mehr anbauen können. Dabei brauchen wir bald viel mehr zu essen. Die Vereinten Nationen erwarten bis 2100 einen Anstieg der Weltbevölkerung auf über 10 Milliarden Menschen. Der Bedarf an Nahrungsmitteln würde um 70% steigen. Gibt unser Planet das überhaupt her? In unseren Supermärkten spüren wir von einer globalen Bedrohung unserer Nahrungsmittelgrundlagen noch fast nichts. Im Gegenteil, in einem gut sortierten Einzelhandelsgeschäft gibt es bis zu 10.000 Artikel. Da kommt doch niemand ernsthaft auf die Frage, wie alle satt werden, sondern eher, wer soll das alles essen? Bis Februar 2022 lag die Nahrungsmittelproduktion weltweit bei 4 Milliarden Tonnen pro Jahr. Nur mal zum Vergleich, das ist das doppelte Gewicht aller Häuser und Straßen von Berlin. Nie zuvor war es möglich, mehr Menschen auf einmal zu ernähren. 6,5 Milliarden haben eine mindestens ausreichende Versorgung. 2 Milliarden davon gelten laut WHO sogar als übergewichtig. Gleichzeitig leiden über 800 Millionen Menschen auf der Welt an Hunger. Und das, obwohl es genug Essen gibt. One third of all food produced goes to waste or is being lost. Es klingt vollkommen verrückt. Von den 4 Milliarden Tonnen Nahrungsmitteln, die wir produzieren, wandern jährlich 1,3 Milliarden in den Müll. Die Hälfte davon in Privathaushalten. Dieser Berg an verschwendeten Lebensmitteln würde ausreichen, um alle Hungerleidenden dieser Welt satt zu machen. Wir haben immer noch einen großen Anteil der Menschen auf der Erde, die Hunger leiden oder sich fehlernähren müssen, weil einfach die richtigen Lebensmittel nicht vor Ort sind oder nicht bezahlbar sind. Und die Ursachen sind Armut, ganz einfach. Fest steht, aktuell produzieren wir genug Essen für jeden Menschen auf dieser Welt. Es erreicht leider nur nicht alle. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein war Hunger auch in Europa ein Riesenproblem. Ein Mensch erlebte durchschnittlich im Laufe seines Lebens 1 bis 2 katastrophale Hungersnöte. Das änderte sich erst mit der Erfindung synthetischer Düngemittel und präziserer, schnellerer Pflanzenzuchtverfahren. Sie machten es möglich, Landwirtschaft industriell zu betreiben und sich von der Natur ein Stück weit unabhängig zu machen. In den 1950er Jahren gelang dem US-amerikanischen Agrarwissenschaftler Norman Borlaug der ganz große Wurf. Um die Nahrungsmittelsouveränität Mexikos herzustellen, kreuzte er regionale Sorten mit japanischem Zwergweizen. Dieser neue Halbzwergweizen brachte es auf 6-mal höhere Erträge. Mexiko wurde schlagartig Exporteur von Lebensmitteln. Gleichzeitig war es der Startschuss zu einer grünen Revolution. Die neuen Hochleistungssorten eroberten die Welt
In Indien wandelte die Regierung sogar Schulen in Kornspeicher um, um die Ernten unterbringen zu können. Auf den Philippinen und in China wendeten die Bauern die Zuchtmethoden auf Reis an und verdoppelten ihren Ertrag. Made it possible to produce more on less land. It also cut dramatically the price of food and consequently reduced significantly the poverty around the world. But there are two sides to every story, right? Das Problem ist, die Hochleistungssorten haben die frühere Vielfalt auf den Feldern verdrängt. Es gibt ca. 30.000 essbare Pflanzenarten. Davon haben wir mehr als 200 dauerhaft kultiviert. Aber die Welternährung hängt zu zwei Dritteln an nur drei Getreidesorten: Weizen, Mais und Reis. Das ist hochgefährlich, natürlich hochriskant. Sag immer Bangladesch. 1200 Einwohner pro Quadratkilometer, eines der dicht bevölkertsten Länder der Erde. 90% der Landfläche ist mit Reis bestellt. Wenn dort eine Reiskrankheit ist, Hochertragssorten aus der Grünen Revolution, dann ist ein Riesenschaden da. Wir handeln also so, als würden wir an der Börse unser gesamtes Vermögen auf nur wenige Aktien verteilen. So ist es mit den Monokulturen. Und trotz aller Hochleistung fehlen ihnen darüber hinaus natürliche Resistenzen, die Landwirte mit Pestiziden kompensieren müssen. Mineraldünger ersetzen die Nährstoffe, die es in vielen übernutzten Böden gar nicht mehr gibt. Und das ist noch nicht alles. In Zukunft, wenn also die klimatischen Veränderungen noch weit drastischer werden, mit Überflutungen, mit Trockenperioden, mit ungleicher Niederschlagsverteilung, dann wird es auf jeden Fall zu einem Einbrechen, zu einem Absinken der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion kommen. Laut Prognosen der NASA könnte das bereits ab 2030 spürbar werden. Allein die Maisernten drohen, um bis zu einem Viertel einzubrechen. Betroffen wären auch Reis und Soja. Die hochspezialisierten Getreidesorten in unseren Monokulturen reagieren besonders empfindlich auf den Klimawandel. Dabei ist der Temperaturanstieg nicht das Problem. Es geht um seine Geschwindigkeit. Denn unsere Pflanzen sind Meisterinnen der natürlichen Anpassung. Vorausgesetzt, sie haben Zeit. Doch genau die fehlt ihnen. Mittlerweile sind die klimatischen Bedingungen und die Veränderungen so schnell, dass eben die Pflanzen mit diesem natürlichen Mutationsprozess und Selektionsprozess, der sich anschließt, eben gar nicht hinterherkommen. Wie wäre es, wenn wir ihnen ein bisschen unter die Arme greifen? Wir züchten Getreide, seitdem wir sesshaft sind. Ungefähr seit 13.000 Jahren. Was, wenn es uns gelingt, Sorten zu züchten, die den klimatischen Veränderungen standhalten? Hoffnung setzen Forschende dabei auf den Einsatz einer nicht besonders populären Methode, der Gentechnik. Also es geht darum, effizienter und schneller zu züchten, auch um genetische Ressourcen in unseren Genpool einzubringen. Und damit natürlich auch, dass wir nicht dem Klimawandel hinterherrennen mit unserer Nahrungsversorgung, sondern wir eigentlich dem Klimawandel zuvorkommen. Im ersten Schritt dieses Verfahrens muss die DNA von Pflanzen entschlüsselt werden, die sogenannte Sequenzierung. Wir müssen uns vorstellen, dass die DNA aus mehreren Milliarden von Buchstaben, das sind letztendlich Basenpaaren, die den genetischen Code ausmachen, aufgebaut ist. Und wenn man diese Buchstabenabfolge hat, kann man die von einem Genotyp einer Kulturpflanze mit einem zweiten Genotyp derselben Kulturpflanze vergleichen. Und dann kann man nach einzelnen Unterschieden schauen. Nehmen wir als Beispiel das Erbgut von Weizen, der gut mit trockenem Klima zurechtkommt. Vergleichen wir diesen mit anderen Weizensorten, lässt sich die DNA-Sequenz ausfindig machen, die für die Trockenheitsresistenz verantwortlich ist. In Saatgutbanken wie dem Global Seed Vault in Norwegen lagern Millionen Samenproben, die die Artenvielfalt von Nutzpflanzen sichern sollen.
Wir haben also ein gigantisches genetisches Reservoir, das sich anzapfen lässt. Die Methode dafür ist immer ähnlich. Vereinfacht funktioniert sie so. Die Forschenden vergleichen den Genpool von zwei Getreidesorten miteinander. Sie stellen fest, ein bestimmter DNA-Abschnitt sorgt bei der einen Sorte für tieferes Wurzelwachstum, wodurch diese Pflanze mehr Nährstoffe erhält. Die zweite hat dieses Gen zwar auch, aber es wird bei ihr durch einen anderen Genabschnitt blockiert. Mit der Genschere CRISPR-Cas9 kann gezielt der blockierende Abschnitt ausgeschnitten werden, um die gewünschte Eigenschaft zu aktivieren. Und dieser Eingriff bedeutet, dass man die Buchstabensequenz von nur ganz wenigen Buchstaben verändert. Aber so, dass es jedenfalls zu so einem kleinen Eingriff kommt, wie er eigentlich durch natürliche Mutationen auch entstehen würde. Die Genomeditierung mit der Genschere ist fast wie zaubern können beim Züchten. Sie beschleunigt den Anpassungsprozess enorm. Ob wir aber unsere Kulturpflanzen damit retten werden, wird sich erst zeigen, wenn die Pflanzen im Feldversuch wachsen. Vorher kann niemand voraussagen, wie die genveränderten Pflanzen aussehen und ob die gewünschten Veränderungen da sind. Dieses Phänotypisieren ist eben deswegen so wichtig, weil wir jetzt aufgrund der genetischen Grundlagen noch gar nicht vorhersagen können, wie wird sich die Pflanze in der speziellen Umwelt verhalten. Phänotypisieren bedeutet, den Pflanzen beim Wachsen zuzuschauen und Daten zu sammeln über Wuchshöhe, Ernteertrag, Wärme- und Chlorophyllgehalt in den Blättern. Nur so lässt sich feststellen, welche der künstlich gezüchteten Pflanzen die gewünschten Eigenschaften besitzen. Wenn man jetzt so viele Phänotypisierungsdaten sammelt, wie wertet man die überhaupt aus? Und da kommt jetzt KI ins Spiel, denn KI ist sehr, sehr gut in Mustererkennung. KI, also künstliche Intelligenz, bedeutet in diesem Fall künstliches neuronales Netzwerk. Wie unser Gehirn, nur schneller und umfassender, kann es riesige Datenmengen analysieren, um die Qualität der entstandenen Pflanzen zu bewerten. Wir haben hier jetzt vier Maiskolben und die repräsentieren genetische Vielfalt aus Peru. Der Normalbürger unter uns kennt ja eigentlich nur den normalen gelben Popcorn-Mais. Allerdings gibt es auch Maiskörner, die eine schwarze Farbe haben oder ganze rote Maiskolben. Und was macht das neuronale Netz? Es lernt Schablonen. Wir haben jetzt hier eine Schablone und die fährt durchs Bild und findet hier aber nichts Passendes. Dagegen, mit dieser Schablone, die passt sowohl an das untere Ende als auch an das obere Ende des Maiskolbens. In Lydia Kienbaums neuronalem Netzwerk arbeiten 101 solcher Schablonen zusammen. Innerhalb kurzer Zeit konnte es so nicht nur 20.000 Kolben auf mehr als 3.000 Bildern fehlerfrei erkennen, sondern sie auch automatisch vermessen. Menschen brauchen im Schnitt 10 bis 15 Jahre und unzählige Feldversuche, um herauszufinden, ob genetische Veränderungen wirklich zu einem guten Ergebnis führen. Mit der Kombination von Cybertechnologie und grüner Gentechnik ist das deutlich schneller möglich. Wir können schon innerhalb von vielleicht 3 bis 4 oder 5 Jahren zu einer genveränderten Kulturpflanze kommen, und zwar einer Elite-Linie. Die in so kurzer Zeit entstandenen neuen Pflanzenlinien sollen besondere Eigenschaften besitzen. Zum Beispiel natürliche Resistenzen, sodass sie mit weniger Pestiziden auskommen oder ganz ohne. Oder sie sollen in der Lage sein, auf immer nährstoffärmeren Böden zu wachsen. Oder auf immer trockeneren Böden. Oder auf immer salzigeren. Moment mal. Es klingt, als würden wir nur Symptome behandeln. Während unser eigentliches Problem viel tiefer sitzt. Was, wenn uns der Boden ausginge? Zugegeben, das klingt verrückt. Schließlich haben wir weltweit fast 15 Milliarden Hektar davon. Das ist die anderthalbfache Fläche des Atlantiks. Gemeint sind die ersten 10 bis 20 Zentimeter, die oberste Schicht der Erde, die man Humus oder Mutterboden nennt. Sie ist eine so wertvolle Ressource, dass sie in Deutschland gesetzlich geschützt ist. Humus ist Speicher für Nährstoffe, Wasser und Kohlenstoffdioxid. Wenn etwas auf der Erde wächst, dann nur durch ihn. Der Boden ist ohne zu übertreiben die Existenzgrundlage aller Landlebewesen.
Und wenn wir aber jahrzehntelang diesen Boden quälen, indem wir das umpflügen, indem wir das überdüngen, indem wir da die Nährstoffe rausziehen durch Kulturpflanzen und nicht wieder zurückgeben, dann ist dieser Boden nur noch eine reine Standfläche und gar nicht in der Lage, diese Pflanzen ordentlich zu ernähren. Dieser Prozess heißt Degradation. Etwa 10% der Landfläche in Deutschland gelten bereits als degradiert. Weltweit sind es sogar 20% aller Ackerflächen. Und jedes Jahr kommen schätzungsweise 10 Millionen Hektar dazu. Das ist mehr als die Landfläche Österreichs. Kann also nicht sein, dass wir mehr Herbizide, dass wir mehr Düngemittel, also mehr chemischen Input in die Landwirtschaft bringen. Sondern wir müssen von dem chemischen Input runterkommen. Wenn wir mit der Chemiekeule nicht weiterkommen, was machen wir dann? Kann der Ökolandbau eine Lösung sein? Eine Ökologisierung ist der erste Schritt. Man muss nicht gleich der 100% komplette Ökolandbauer sein. Aber Bodenfruchtbarkeit bedeutet, dass der Humusaufbau und der Humusabbau im Gleichgewicht sein muss. Humus ist vor allem zersetzte organische Substanz, von der sich die Pflanzen ernähren. Der Humusgehalt entscheidet über die Bodenfruchtbarkeit. Je besser der Humus geschützt wird, desto fruchtbarer der Boden. Viele ökologische Methoden sind nicht revolutionär, sondern altbekannt und simpel. Hecken gegen Winderosion zum Beispiel. Sie sorgen dafür, dass die oberste Bodenschicht nicht so leicht vom Wind abgetragen wird. Eine andere Methode hat zum Ziel, anstelle von Monokulturen wieder mehr Variation auf die Felder zu bringen. Das Prinzip kennen wir seit der Antike. Stetiger Wechsel der angebauten Nutzpflanzen. If we plant more varieties, we will be able to use less synthetic fertilizers and we will improve the water quality, we will prevent the soil degradation. Also Fruchtfolge erweitern. Ernterückstände auf dem Acker lassen. Biomasse muss im Boden bleiben. Das ist Humus, das hält Nährstoffe. Das ist heute schon konventionell fast normal. Aber das war vor 20 Jahren überhaupt nicht normal und vor 30 Jahren auf gar keinen Fall. Es tut sich also etwas. Auch die Politik reagiert. Die EU erlässt immer strengere Düngemittelverordnungen und fördert den ökologischen Landbau. Nur wie sollen vom Ökolandbau alle satt werden? It's an extremely appealing idea. It's a great niche market. It's good for consumers to have a choice. But we don't have the scale. Fakt ist, ökologischer Landbau hat eine etwa 25% geringere Produktivität gegenüber dem konventionellen Landbau. Bei 10 Milliarden Menschen oder mehr bräuchten wir für eine vollständig oder überwiegend ökologische Landwirtschaft deutlich mehr Anbaufläche. Sie müsste in etwa so groß wie Grönland sein. Woher soll die kommen? Fest steht auch, ohne Ökologisierung werden wir unsere Böden über kurz oder lang verlieren. Unter Experten gibt es daher eine Diskussion. Soll sich die Ökolandwirtschaft gegenüber der grünen Gentechnik öffnen? Dafür spricht, dass vielleicht nur so unsere Ernährung in Zukunft gesichert bleibt. Dagegen, dass die Mehrheit der Menschen in Europa Genfood ablehnt. Von der Entscheidung, was auf unsere Teller kommt und was nicht, geht eine große Macht aus. Es ist uns oft nicht bewusst, aber an der Supermarktkasse wird entschieden, was, wie und wo angebaut wird. Soja zum Beispiel. Für seine Anbauflächen weichen jedes Jahr tausende Quadratkilometer Regenwald. Europa deckt nicht einmal ein Zehntel seines Bedarfs an Soja selbst. Der überwiegende Teil, mehr als 30 Millionen Tonnen, wird importiert. Größtenteils aus Brasilien. Rund 80% davon landen in Tierfutter und über Umwege im Menschen. Wir reden hier meistens von so einem Wert von ungefähr 4%, was da eigentlich dann wirklich am Ende des Tages in Form von Fleisch oder Milch dann auch umgesetzt wird. Da wäre es ja viel effizienter, direkt dieses Protein aus der Sojakultur für den menschlichen Verzehr zu verwerten, als es dann nochmal zu transformieren über einen lebenden Organismus. So gesehen hat die Fleischindustrie ein Effizienzproblem. Anders gesagt, sie blockiert wertvolle Anbauflächen. Was würde eigentlich passieren, wenn wir uns alle vegan ernähren? Nur mal angenommen.
Weltweit halten wir Menschen ca. 30 Milliarden Hühner, 4 Milliarden Rinder, Schafe und Ziegen und knapp 1 Milliarde Schweine. Würden wir auf die Viehwirtschaft verzichten, würde eine Fläche dreimal so groß wie Europa frei. Das hieße Platz für Gemüse und Getreide für 4 weitere Milliarden Menschen. Theoretisch, denn nicht jede Weidefläche ist ein guter Acker. Auch der Klimaeffekt wäre enorm. Eine vegane Ernährung spart 2 Tonnen CO2 pro Person pro Jahr. Für viele Bauern jedoch wäre dieser Wandel eine Katastrophe. In Deutschland gehen 2/3 ihrer Erlöse auf Fleisch- und Milchprodukte zurück. Ich glaube nicht, dass man komplett die Viehwirtschaft abschaffen sollte. Aber man sollte mit Sicherheit sie deutlich reduzieren und eben die menschliche Ernährung verstärkt auf pflanzliche Proteine dann auch umstellen. Let's go vegan, let's go vegetarian, etc. It's not reasonable. The numbers for the next decade actually show that the consumption patterns will remain the same or even will actually grow. Das liegt daran, dass immer mehr Menschen auf der Welt einen höheren Lebensstandard erreichen. Und dazu gehört für viele Fleisch. Mehr Fleisch bedeutet mehr Flächenverbrauch. In der Horizontalen wird es immer knapper. Aber was wäre, wenn... In Ländern wie Japan, die unter notorischem Platzmangel leiden, gibt es einen Lösungsansatz. Das Vertical Farming. Der Gedanke dahinter ist, betonierte Flächen bepflanzen und dabei in die Höhe gehen. Für eine vertikale Farm braucht es 2 Dinge. Ein wenig Platz nach oben und eine Steckdose. Das einfachste System sieht aus wie ein Lagerregal. Darin liegen Beete baukastenartig übereinander und werden mit LED-Licht beleuchtet. Aber es gibt auch Systeme in einer Art Trommel. Das ist nichts anderes wie eine Trommel. Im Zentrum ist eine Lichtquelle. Und die Pflanzen drehen sich dann ständig in der Trommel. Was es auch gibt, was man häufig jetzt auch schon sieht, dass man Wände begrünt. Das bedeutet, man kann Pflanzen wirklich vertikal direkt an der Wand dann auch wachsen lassen. Pflanzen haben nämlich eine Art Gleichgewichtssinn. Gravitropismus heißt dieses Phänomen. Und das macht sich die Biotechnologie zunutze. Das Faszinierende ist, wie macht es die Pflanze, dass sie gegen die Schwerkraft wächst? Das sind bestimmte Hormone, Pflanzenhormone, die, wenn sie merkt, okay, ich bin schräg, die Pflanze ist schräg, dann wird an der Unterseite des Stängels wird das Hormon aufkonzentriert und bewirkt, dass die Zellen sich schneller teilen und teilweise auch etwas länger werden. Und dadurch geht es in die Kurve rein, Richtung gegen die Schwerkraft wieder. Um gegen die Schwerkraft anzukommen, müssen sich die Pflanzen anstrengen. Im Grunde ist es wie Bodybuilding für Salat. Dadurch produzieren sie mehr Masse. Das Prinzip funktioniert besonders gut, wenn man das Gemüse Wellen reiten lässt. Die Pflanzen fahren dabei auf einem Fließband hoch und runter und stehen selten aufrecht. Durch diese Wellenform können auf einem Quadratmeter Boden ein Vielfaches an Quadratmetern Anbaufläche entstehen. Und das, obwohl der Einsatz von Erde oder flüssigem Nährstoff unmöglich ist, wegen der Schwerkraft. Das Zauberwort heißt Aeroponik. Bei diesem Prinzip hängen die Wurzeln frei in der Luft und werden mit einem Nährstoffnebel eingesprüht. Wurzelwerk, was direkt in der Luft hängt, wird optimal mit Sauerstoff versorgt. Und das ist die effizienteste Anbaumethode überhaupt, um Pflanzen möglichst schnell zum Wachsen zu bringen. In einer Indoor-Farm herrschen optimale Bedingungen. Deshalb wachsen Salate bis zu 1/3 schneller als auf dem Feld. Auf einer Fläche von 1 Hektar lassen sich problemlos 10 weitere Hektar stapeln. Warum betreiben wir dann noch klassische Landwirtschaft? Das liegt vor allem am begrenzten Sortiment. Niedrig wachsendes Gemüse funktioniert gut, aber alles, was höher wächst als ein Kohlkopf, wird bis auf Weiteres auf dem Feld bleiben. Und die Technologie hinter vertikalen Farmen ist so teuer, dass sie derzeit noch nicht rentabel ist. Wir benutzen recht energieintensive Beleuchtung.
Selbst wenn wir hocheffiziente LEDs benutzen, ist das eines der großen Kostenfaktoren. Das spiegelt sich im Preis wider. Produkte vertikaler Farmen sind fast doppelt so teuer wie ihre freiwachsenden Verwandten. Und das ist das Hauptproblem an vielen technischen Lösungen zur Welternährung. Ihr Preis macht sie elitär. Sie werden vor allem da gekauft, wo die Frage, wie man satt wird, eher ein Luxusproblem ist. Noch. Derzeit setzen Länder, in denen sich Wirtschaftskraft und technologischer Fortschritt ballen, den wirtschaftlichen Rahmen der Welternährung. Zum Beispiel durch Konsumansprüche, durch Monopole und Patente auf Saatgut oder auch durch politische Entscheidungen. We have, for example, $700 billion per year in agricultural subsidies, mostly in rich countries, right? The US, the European Union, that subsidize the production. But this actually creates more barriers to competition and that actually distort markets. Darunter leiden besonders Kleinbauern und ihre Familien. Sie stellen 50% aller Hungernden weltweit, insbesondere in Afrika und Südostasien. Zusätzlich werden sie vom Klimawandel besonders hart betroffen sein, während er im globalen Norden mit Geld und Technologien kompensiert werden kann, zumindest für eine Weile. Unser Ernährungssystem steht vor weltweiten Herausforderungen. Es sollte ökologischer und fairer werden. Und es wird sich auch mit neuen Technologien beschäftigen müssen. Eine nachhaltige, tiergerechte, aber auch effiziente Landwirtschaft so errichten, dass wir uns vor Ort grundsätzlich gut ernähren können, ohne Handel zu verbieten. Und das ist machbar. Und dieses Modell muss jedes Land, jede Region, jede Kultur für sich selbst entdecken und entwickeln. Und nicht davon ausgehen, es gibt das eine einfache Modell weltweit, was häufig gepredigt wird. Das, glaube ich, wird nicht klappen. Auch wenn jedes Land seinen eigenen Weg finden wird, ein paar Dinge können wir nur global lösen. We need to share knowledge with other countries. And then we have to work on different policies, as we talked about. You know, preventing waste, loss. Removing barriers, improving technologies, so that we can produce as much as the world really needs it and distribute it in a fair way. Alle satt zu kriegen, klingt nach einer Mammutaufgabe. Doch wir haben bereits viele Möglichkeiten, um sie zu lösen.